Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Driver 2. Okay, wir haben jetzt hier wieder Auswahl an Autos und müssen leider wieder was kaputt fahren. Mal gucken, was das wird. Verhältnismäßig viel Zeit. Verhältnismäßig enge Straßen. Wir fahren geradeaus. Okay. Also wie das klang, müssen wir mehrere Autos kaputt fahren, leider. Mal schauen, was das wird. Einmal aus dem Weg, bitte. Okay. Aber wenn wir da jetzt nicht rein müssen, könnten wir die, glaube ich, theoretisch halt auch einfach dann nicht weghauen. Ich brauche ein bisschen mehr Platz. Ah, ist nicht angenehm. Obwohl, ja. Aber angenehm ist es auch nicht mit der Straße hier. Ich beschleunigen kann ich leider nicht. Okay. Sieht fast aus, wärt ihr tatsächlich nicht unterwegs, oder? Ist einfach nicht weit gefahren bisher. Ne, der scheint zu stehen. Okay. Oh, mit dem Bus. Ah, okay. Damit dann platt fahren. In Ordnung. Ja. Fürchte, ist halt wie üblich die Zeit viel zu knapp bemessen, aber ich schaue mir es mal an, auf jeden Fall. Ich glaube, die Ridge können wir den ja auch driften. Macht halt nicht so unglaublich viel Sinn. Obwohl, na, ein bisschen besser ist er, glaube ich, doch in die Kurve gekommen. Das Problem ist, dass wir mit dem halt nicht so viel Beschleunigung haben. Wir haben zwar Masse, aber haben wir ja mit den anderen Wagen dann quasi auch. Ich sehe es kommen, dass wir denen dann einfach nicht hinterherkommen. Das ist gerade so meine größte Sorge, aber wir werden sehen. Ich habe zumeist das Grund hier, das alles schwarz zu malen. Ja, du scheinst tatsächlich dich nicht zu bewegen. Aber vielleicht geht es ja dann doch mal ganz gut gerade. Ja, die Straßen sind halt wieder super eng. Mir auch keine Mühe, irgendwie dir noch auszuweichen. Aber wenn ihr Glück habt, sind das einfach die Autos, die halt bei ihm auf der Dings stehen, vor dem Haus. Und die sind alle auf einem Haufen. Ja, okay, gut. Das ist schon mal sehr viel wert. Ich hoffe, das reicht. Gut. So, dann machen wir es beim Abflug.
Okay, ihr wollt mir jetzt alle ans Leder. Ist in Ordnung. Aber das sollte mit dem Bus ja kein allzu großes Problem sein. Gut, ein Blick auf die Karte wäre schön. Wir biegen links ab und dann kommen wir da hinten rüber. Ist klar, mal gucken, ob die... Ja, wahrscheinlich werden sie uns dran kleben. Wegfahren ist ja nicht mit dem Ding. Ja, obwohl er immer noch die Überlegung steht, den Wagen zu wechseln. Das war hier rüber, ne? Na, war sogar schon eins zu weit. Gut. Dann wechseln wir nochmal schnell hier die Straße. Gucken, ob ihr euch irgendwie vorher schon verheddert. Aber ich glaube, die Hoffnung kann ich begraben. Okay, nee, ihr geht trotzdem vorher flöten. Das ist schön. Cool. Haben wir es erledigt. Okay. Polizeistation ist da hinten irgendwo. Mhm. Können doch einfach aufs aufmerksam machen und das nächste Polizeiauto nehmen, das es verfolgen möchte. Das wäre ja auch noch eine Idee. Ja, wo wir gerade davon reden. Ich wäre einigermaßen... Oh Gott, ist das mit dem Regen ätzend zu fahren. Schwimmt im wahrsten Sinne des Wortes. Gut, aber wir werden nicht gerade los. Sehr schön. Dann klappt das hier hoffentlich problemlos. Okay, bleiben wir erstmal hier und dann können wir oben abbiegen. Obwohl, das ist unterhalb. Ich versuche dann, ja, ich glaube, da kommen wir nicht so ohne weiteres durch. Da hier in der Mitte versuche ich dann mal rauszukommen. Unglaublich schnell ist das Ding aber auch nicht, muss ich ja zugeben. Aber ich denke, mit Vollgas sollte es dann einigermaßen passen. War das hier schon? Nein, noch eins weiter. Wo wir da am sinnvollsten runter könnten. Wird es etwas kurviger? Schau mal einer an. So, du kannst da mal runter. Dankeschön. Bei dem Regen lässt sich halt echt übel fahren, muss ich zugeben.
weit bin, aber ne, hier ist nicht die Möglichkeit runterzukommen. Dann fahren wir, glaube ich, hier entlang und können dann nachher oben abbiegen. Alles klar. Passt. Dann möchte ich da einmal kurz durch. Dankeschön. Sehr, sehr freundlich. Dich kicken wir direkt raus. Da hast du auch kein Problem mehr. Weil unser Suchbalken ist hier sowieso komplett voll. Dann hat sich das ja alles schon mal erledigt. Ja, dann können wir die auch ganz gut ausschalten, merke ich gerade. Sehr schön. Wir fahren, glaube ich, so weit bis, ja, bis das dann rüber zeigt. Und dann können wir, glaube ich, durchfahren. Cool. Geht's rein? Wechseln wir gleich noch mal schnell. Und dann hoffe ich, dass da nichts mehr spawnt. Und ich nicht noch mal irgendwo dagegen fahre. So. Wie sieht's aus? Knapp. Knappe Sache, wie üblich. Gut, dann schnappen wir es mal in die Limo. Das sind 1,5 Minuten, das wird heftig. Okay, also geradeaus und dann auf die Straße raus. Ich hoffe, wir kommen ganz gut durch. Der Regen wird nicht so unglaublich helfen, denke ich. Aber ich hoffe, mir macht nicht allzu viele Schwierigkeiten. Ja, das ist jetzt hier wieder super knapp angesetzt. Schätze ich zumindest mal. Ich meine, wir kommen ja ganz gut durch hier, aber kostet alles Zeit. Naja, fahren wir vom Vollgas weiter, dann passt das schon. So. Ich fahre am besten geradeaus und biege dann rechts ab. Solange wir dann nicht großartig hier wieder... Ja, das Ding lässt sich super schwer fahren. Aussteigen müssen. Könnte das hinhauen. So, wo ist der Eingang von dem Ding? Natürlich auf der... Okay, super. Ja. Ja. Wie gesagt, viel zu knapp mit der Zeit. Also geradeaus und dann da rein. Das wird echt super, super knapp. Hm. Es hilft halt auch nicht, dass ich nicht weiß, wo ich hin muss. Ich bräuchte mal die Limo. Danke. Ich glaube, wir haben nicht wirklich viel mehr Zeit. Aber gut, zumindest weiß, wo der Eingang ist.
Dann lass uns da mal durchheizen. Aber eine halbe Minute mehr hätte ich ja auch nicht geschadet. Aber ich denke, jetzt kriegen wir es hin. Ich glaube, viel besser kann ich halt auch nicht fahren. Wenn überhaupt. Das ist ja schon jetzt so optimal gelaufen, wie es irgendwie ging. Verzeihung. Ja, dann fahren wir direkt, wenn die Brücken kommen. Ich glaube, müssen wir ein bisschen links halten, dass wir dann hier auf die Straße geradeaus kommen. Dann müsste das auch auf jeden Fall passen. Mhm. Gerade Sorge, dass ich jetzt abfliege und die Kontrolle verliere. So, hier rein bitte. Und dann kommen wir zum Haus. Ja, super knapp, super knapp. O dinheiro vai para Palado, hein? Onde está o Henrique? O que está acontecendo? Venha cá! É o motorista do Caim! Ah! Sind wir also aufgeflogen? Okay. Dann verziehen wir uns mal und zwar nach dort unten. Okay. Mann, ich bin schon richtig mit Dings drauf. Ja, einfach nur geradeaus. Quasi wieder zurück. Aber hier haben wir halt nur einen Ticken mehr Zeit. Wie es aussieht, sind wir ja aufgeflogen. Und erkannt worden. Dass das alles nicht so koscher ist. Aber gut, das sollte passen. Wie gesagt, solange wir nicht dann noch irgendwie draußen rumlaufen müssen, das ist halt immer sehr zeitaufwendig und sehr schwierig zu steuern. Wir haben die Verfolger los. Ich hoffe doch mal. Nächster abbiegen, übernächster abbiegen. So, ja. Sehr, sehr schwerfällig das Ganze. Tütüt. Oh. Okay, und dann hier einfach wieder rein. Nicht hängen bleiben. Cool, cool. Okay, gut. Das hätte doch noch geklappt. The mechanic's calling on Jones. He's on his way. Where? Check the green sedan heading out from the obelisk. Alles klar. Gut, auch das machen wir dann in der nächsten Folge. Passt ja gerade ganz gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.